Wir sind im Nardukkonio-Museum des Universalmuseums Jorneum. Die Ausstellung ist eine kleine, aber sehr feine Ausstellung rund um das Insektensterben. Wir stellen Fliegen und Mücken in das Zentrum des Interesses, nicht nur, weil sie sehr schön sind und durch Malereien wunderbar zum Ausdruck gebracht werden, sondern weil sie vielfältige Funktionen im Ökosystem erfüllen. Unter anderem zum Beispiel, und das ist die maßgebliche Funktion, die Bestäubungsfunktion. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass etwa Kakao und die Schokolade als Nachfolgeprodukt nur deshalb existieren kann, weil Mücken sie bestäuben. Weltweit sind wahrscheinlich 6 Millionen Insektenarten bekannt, beziehungsweise sind zu erwarten. In Österreich leben davon etwa 30.000, wovon die Fliegen allein 12.500 Arten ausmachen. Das ist eine unglaubliche Heerschar, nicht nur an Arten, sondern auch an Funktionen, an Rollen, an Jobs. Ja? Jede Fliege erfüllt ihren eigenen Zweck. Das Insektensterben ist augenscheinlichst. Also es fällt ja uns auf, wenn wir etwa unsere Autos betrachten und vergleichen mit dem, was vor 20 Jahren war und was wir damals gesehen hatten, nämlich dass keine Insekten mehr auf den Scheiben kleben. So muss man feststellen, dass einfach viel, viel weniger geworden ist. Was ist schuld daran? Natürlich unser immenser Landschaftsverbrauch, das ist einer der gravierenden Faktoren, und natürlich auch die landwirtschaftliche Nutzung, wie sie in einer Intensität zurzeit stattfindet, mit Pestizideinsatz, mit Kunstdüngereinsatz, der eben nicht verträglich ist für ein Fortkommen der Insekten. Die Idee zu dieser Ausstellung ist aus Deutschland gekommen, von einer deutschen Künstlerin, die Fliegen als was Wunderbares wahrgenommen hat und sich daran sozusagen mit Bildern ausgelebt hat. Und wir sind auf diese Ausstellung gestoßen und haben sie mit unseren eigenen Objekten dann letztlich bereichert. Aber im Zentrum steht natürlich die Fliege in ihrer wunderbaren atmosphärischen Konstellation, und Farben und Formen bringen das zum Ausdruck, die Künstlerin eben angewendet hat. Wir zeigen in dieser Ausstellung neben den Früchten und neben den Kunstwerken natürlich auch Kunsthandwerk aus unserer eigenen Werkstätte, nämlich präparative Arbeiten. Hier anhand dieses Beispiels eine Hummel bei der Bestäubung einer Salbeiblüte. Das wurde aus Kunststoff gefertigt und mit abertausenden Haaren versehen, beispielsweise diese Hummel. Das ist schon eine Arbeit, die unglaublich aufwendig und ist und sehr, 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 sehr hohes handwerkliches Geschick erforderlich macht. Wir sehen entomologische Sammlung. Sie ist in Deutschland in verschiedenen musealen Sammlungen entstanden. Sind die Fliegen im Labor sorgfältig aufbewahrt sind, über Jahrhunderte schlummern und warten drauf, vielleicht auf mich. Also wir sind seit ca. 2015 enge Kameraden. Ich habe sie auf Fensterbank per Zufall entdeckt und so entstand zwischen uns ein Dialog. Nach zahlreichen Exkursionen mit Wissenschaftlern hat mich absolut dazu bewogen, die Fragen anders zu stellen. Was wäre, wenn sie nicht plötzlich da gäbe? Es bezieht sich nicht nur auf die Fliege, es bezieht sich praktisch auf Überleben, auf alle, die sich in Gräsern verstecken, die wir wirklich nicht wahrnehmen. Es ist ein majestätisch gedeckter Tisch mit 22 Früchten, die nur mit Hilfe der Bestäuber heranreifen können.